mir. Herzlich willkommen, Klaus Wobereit, auf dem 19. Spinnefest der SPD Rudo. Ich sehe, jetzt ist der Platz aber knüppeldicke voll. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Ja, gut, Applaus. Das ist auch gut so, dass der Klaus jetzt da ist. Denn so zwei, drei Fragen würde ich doch schon gerne stellen wollen. Im Juni, glaube ich, regierender Bürgermeister Berlins. Und da ist natürlich für so einen ganz normalen Menschen, wie wir alle sind, die Frage immer interessant, was hat sich denn verändert für dich ganz persönlich seit diesem Tag? Also erstmal guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren in Rudo. Ich komme immer gerne nach Rudo, weil ich ja in Lichtenrade wohne und die Struktur von Lichtenrade ist so fast so wie in Rudo. Wir sind alles so südliche Zipfel und waren immer umgeben von der Mauer und die ist Gott sei Dank jetzt weg. Und da merken Sie schon, Politiker antwortet nie auf die Fragen, die er gestellt bekommen hat. Er sagt erstmal das, was er sagen will. Aber zu dem anderen Punkt, ja, als ich am 16. Juli, das weiß ich noch genau, da war ich vorher am Freitag in der Talkshow in Hamburg und da musste ich übernachten und bin ich nach Berlin eingefahren mit dem Zug und da habe ich gesagt, das ist mein letzter Tag in Freiheit, weil ich wusste, was auf mich zukommen wird. Also, und es standen auch dann natürlich schon die Sicherheitsbeamten am Bahnhof und seit dem Tag geht es rasant und man kommt überhaupt gar nicht zur Besinnung. Es geht alles unheimlich schnell, aber Tempo brauchen wir in Berlin. Wir haben große Probleme und die wollen wir auch lösen und die müssen wir lösen. Und das ist natürlich die Finanzkrise des Landes, die ist enorm. Und wenn man die eigentlich so sieht, da sagen viele immer, Mensch, könnt ihr das überhaupt schaffen und resignieren gleich. Ich sage, zum Resignieren gibt es überhaupt gar keinen Anlass. Wer soll denn unsere Probleme lösen, wenn wir nicht selber, also andere werden uns nicht helfen. Und das haben die Berlinerinnen und Berliner eigentlich immer selber gemacht, weil ob schon zu Zeiten des Mauerbaus, da sind große Firmen aus der Stadt rausgegangen, die haben uns in der größten Not im Stich gelassen, da mussten wir uns selbst helfen. Und wenn man immer so denkt, die anderen helfen einem, ist es im Privaten genau dasselbe wie im öffentlichen Bereich. Wenn man sich nicht selbst hilft, dann ist man relativ schnell verlassen. Also ich will es selber anpacken und wir können es auch anpacken. Wir haben große Probleme, aber die Stadt hat auch große Zukunftschancen. Und das höre ich jeden Tag, wenn ein Botschafter zu mir kommt oder auch ein auswärtiger Staatsgast oder Bürgermeister aus europäischen Ländern oder von der ganzen Welt, dann sagen die, Mensch Herr Wobereit, Sie haben eine ganz tolle Stadt und wir kommen gerne zu Ihnen. Hier passiert was. Und das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Wir haben große Probleme, aber wir können sie auch lösen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten und vor allen Dingen, wenn wir was tun. Politik hat in den letzten Jahren auch was getan. Aber wir haben oft Probleme nicht richtig angepackt und versucht, sie auszusitzen. Das hilft keinem. Die holen einen wieder ein, die Probleme, wenn man denkt, man kann sie verdrängen. Wir wollen sie anpacken, wir wollen sie lösen. Und da müssen wir gemeinsam tun. Und da können Sie auch selber alle mithelfen. Alleine schafft Politik. Und ja, es wird in den nächsten Briefkasten, die Post des Partners an dieser Aktion. Aha. Und sie wird jedenfalls hier von der Neustadt gar keine Sorge stellen. Vielen Dank, lieber Dietmar. Ja, dann wollen wir auch wieder kommen. Ich glaube, das wird vielleicht auch total hier auch live. Wir wollen eigentlich nur die Sicherheit einstatten, wie soll unser Titel hier drauf. Okay, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt der Kopf. Soundcheck oder nach. Sympathie. Ja, hier sind wir.